Hast du Eltern gehabt, die hinter dir standen und gesagt haben: Kind, erobere die Welt, ich beschütze dich, ich habe ein Auge auf dich, trau dir alles zu. Und solltest du Fehlschläge haben, dann komm zurück, wir haben dich trotzdem lieb. Nun, wenn du nicht zu diesen Menschen gehörst, dann hast du große Herausforderungen zum Thema Selbstwert, zum Thema Selbstbewusstsein und zum Thema Selbstwirksamkeit. Und ich zeige dir heute ein paar Methoden, wie du zumindest dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein deutlich steigern kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ich bin zudem auch Persönlichkeitsberater und Professional Coach. Und meine Aufgabe ist auch ein wenig hinter die Kulissen zu gucken der Unternehmerpersönlichkeit, die meistens als kompetent und wirksam beschrieben wird. Aber dahinter sieht es meistens ganz anders aus. Und da macht es Sinn, als Coach auch Hilfen zu geben. Und eine dieser wichtigen Erkenntnisse und Modelle zeige ich dir heute, mit denen du an dir selbst arbeiten kannst. Ich zeige dir heute drei Dimensionen auf, mit denen du gleich heute beginnen kannst, dein Selbstwert stetig zu steigern. Die erste und die zweite dieser drei Dimensionen sind dir vielleicht bekannt. Das erste ist nämlich, dass du dir Gedanken machst über deine Vergangenheit und dir bewusst wirst, dass da nicht nur das Gute zu wenig abgespeichert ist, sondern das Schlechte, die Fehler mehrheitlich abgespeichert sind. Nun, warum ist das so? Einer der Hauptgründe liegt darin, dass unsere Gesellschaft darauf getrimmt ist, Fehler zu identifizieren, dir zu zeigen, dass du etwas falsch machst. Am Anfang haben vielleicht deine Eltern noch gesagt: Kind, steh wieder auf, du schaffst es zu laufen. Kind, nimm die Gabel aus dem Ohr, sondern steck sie in den Mund. Kind, du schaffst es, diese Aufgabe Mathematik gut zu lösen. Aber irgendwann kehrt sich das um. Irgendwann werden die Arbeiten bewertet von den Lehrern und da steht nicht mehr, was du gut gemacht hast, sondern da steht 17 Fehler, eine 5. Auch später, wenn du dann in die Berufsausbildung gehst, wenn du deinen Arbeitsplatz besetzt, dann kriegst du meistens immer nur dann Feedback, wenn du etwas besonders schlecht gemacht hast, wenn du Fehler gemacht hast. Die wenigsten Menschen werden in unserem Lande konditioniert mit guten Ergebnissen, dafür aber mit vielen, vielen Fehlern. Und was du nicht kannst, was du nicht schaffst, weil du zu klein, zu groß, Mann oder Frau oder ein Ossi oder ein Messi bist, dieser Speicher ist voll. Und deshalb gibt es viele Methoden, mit denen du eingeladen bist, deinen Erfolgsspeicher aufzubauen. Das bedeutet einfach, eine Entscheidung zu treffen, dass du ab heute nichts mehr in dein Unterbewusstsein reinlässt, außer es war gut und du warst gut. Du hast Erfolge gebracht und du wirst von Tag zu Tag erfolgreicher. Das sind dann die sogenannten Erfolgstagebücher und wir haben hier auch ein Video, wo das genau beschrieben wird, wie du das optimieren und führen kannst. Heißt es, dass du keine Fehler mehr machst oder dass du dich nicht verbessern darfst, dass du keine Kritik mehr bekommst? Natürlich wirst du Fehler machen, denn je mehr du machst, desto mehr Fehler kommen. Aber deine Einstellung zu Fehlern kannst du ändern, denn Fehler sind noch nicht Erfolge. Fehler sind Lösung in Arbeitskleidung. Und wenn du etwas falsch gemacht hast, nun, dann hast du es einfach noch nicht richtig gemacht und du bist wieder einen Schritt weiter auf dem Erfolg. So wie es einmal Edison gesagt hat, dass er 10.000 Wege herausgefunden hat, wie es nicht funktioniert, eine Glühlampe zum Leuchten zu bringen. Aber die waren notwendig, um schließlich die Erfindung zu machen. Und deine Misserfolge sind noch Erfolge in Arbeitskleidung, die die Treppe zum Erfolg aufbauen. Dieses Muster, das lade ich ein, im Step 1 zu initialisieren. Wenn du es nun geschafft hast, dein Umfeld und dein Denken zu ändern, dass du nur noch Erfolgsselektion in dein Unterbewusstsein hineinlässt, dass also quantitativ du den vielen negativen Assoziationen zu dir selbst, zur Welt, zu anderen, dass du diese aufwertest, gleichsetzt und übertriffst. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du danach oder vielleicht schon heute mit der zweiten Dimension beginnen, nämlich dir einen Sinn im Leben zu suchen. Weshalb bist du da? Was ist die Vision, die du umsetzen willst? Was ist dein Auftrag, deine Mission, deine Ziele und dein Plan? Auch das wirst du sicherlich gehört haben. Aber die meisten, die vergessen die dritte Dimension. Bei der dritten Dimension zur Erhöhung deines Selbstwerts, ja, da geht es um dich selbst, deine Identität, also der Vorstellung, der Projektion deines Selbstbilds, deines Eigenbilds. Wer bist du wirklich? Und hier hast du zunächst mal die Speicherung aus der Vergangenheit, die Prägung deiner Kultur, die Sprache deiner Eltern, deine Freunde, deine Hobbys, dein Beruf. All das hat dich zu dem gemacht, wer du heute bist. Und das ist auch erstmal gut so. Denn du hast überlebt, du hast gelernt, dich anzupassen an die Gesellschaft. Du weißt, wie man öffentliche Nahverkehrsmittel benutzt. Du weißt, ob man die Hand gibt oder nicht. Und du weißt, was erlaubt und verboten ist. All das weißt du.
Aber du bist noch längst nicht am Ziel deines Selbstwerts und vielleicht auch gar nicht fähig genug, deine Vision zu erreichen, wenn du dir nicht Gedanken machst, wie du deine Identität verändern kannst. Und ich lade dich ein, dich heute mit einem Modell auseinanderzusetzen, wie die Persönlichkeit strukturiert aufgebaut ist, nämlich den neurologischen Ebenen. Und da ist es eine Gesetzmäßigkeit, dass die Identität nur verändert werden kann auf einer Ebene darüber. Und diese Ebene darüber, das ist deine Zugehörigkeit. Es ist beispielsweise sehr schwierig, von sich die Vorstellung zu bekommen, ich bin ein Musiker. Wenn deine Schwester und dein Bruder auch auf der Schule waren, auf der du warst, und die Musiklehrer gesagt haben, oh, deine Schwester ist unmusikalisch, dein Bruder auch, dann kommst du aus der Familie der Unmusikalischen. Das wird sehr wahrscheinlich als Kind dein Selbstbild beeinflussen. Es wird dich auch beeinflussen, wenn deine Eltern beispielsweise nicht selbstständig waren, deine Freunde es nicht sind und auch in deiner Nachbarschaft keiner ist. Das kann auch dazu führen, dass du denkst, ich komme aus einer Familie der Nicht-Unternehmer. Warum soll es nur mir vergönnt sein, ein Unternehmer zu werden? Deshalb ist es super wichtig, sich auch die Gruppe der Gemeinschaft zu besinnen, die man bisher angehört hat und die man in der Zukunft angehören wird, wenn man seine Ziele, seine Vision erreichen will. Ich sehe mich inzwischen ganz klar als Unternehmer. Das war nicht immer so. Früher war ich Beamter, früher war ich Soldat. Und ich habe mich in dieser Rolle viele Jahre noch weiter befunden und bin auch in diese Rolle immer wieder zurückgefallen und habe immer wieder daran gezweifelt, ob ich es schaffe, so ein Ziel umzusetzen. Und wenn du diese Zweifel, diese Minderwerte auch hast, dann wird es Zeit, an deiner Zugehörigkeit zu arbeiten. Wenn du aber jetzt aus dem Club der Angestellten kommst, aus der Gemeinschaft der Beamten kommst, dann wird es auch nicht so einfach sein, einfach zu sagen, ich bin jetzt Mitglied woanders. Sondern auch hier kannst du die Zugehörigkeit am einfachsten dann ändern, wenn du dich wieder eine Ebene höher begibst. Und diese oberste Spitze der Pyramide, die beantworten dir einen mit der Energie aus dem Kosmos und die stellen ihre Wünsche ins All und hoffen, dass sie Energie bekommen, die sie dann befähigt, sich zu verändern. Die anderen wiederum sagen, da gibt es ein intelligentes Wesen und nennen es Gott, der ihnen einen Auftrag gegeben hat, der sagt, weshalb sie da sind. Wie auch immer du dich entscheidest, mach dir darüber Gedanken, was die Ursache deines Seins ist, was der Sinn ist, was dein Auftrag ist und die Bedeutung, mit der du versehen wirst. Daraus lässt es sich am leichtesten dann zu einem wertvollen Wesen erscheinen lassen, bilden zu lassen, was schöpferische Fähigkeiten hat, was einen höheren Auftrag hat und damit auch leicht eine neue Rolle findet, die zukünftigen Ziele und die Vision umzusetzen. Es gilt also hier insgesamt drei Dimensionen zu betrachten und drei Fragen zu beantworten. Die erste ist, woher komme ich? Und wieso ist das so geschehen? Und was ist dort da? Kann ich da etwas verändern? Die zweite wichtige Frage ist, wohin gehe ich? Was ist mein Plan, die Vorstellung der Zukunft? Und die dritte Frage ist, warum und wer bin ich überhaupt? Was ist die Ursache, der Ursprung, die Herkunft meines Seins? Wenn du diese drei Fragen vielleicht auch schriftlich beantwortest, vielleicht in Intervisionen mit anderen oder in Coaching-Prozessen, dann wirst du feststellen, dass deine Identität sich auch anpasst, transformiert. Und du merkst, dass sich eine ganze Reihe von Handlungsmaßnahmen jetzt für dich ergeben. Nicht nur deine Vergangenheit aufzuarbeiten, dein Umfeld zu verändern und zu identifizieren, wie du dein Denken so verändern kannst, dass nur noch Erfolgserlebnisse, ermutigende, aufbauende Glaubenssätze installiert werden. Du weißt jetzt auch, dass es an dir immer wieder ist, neue Ziele, Visionen und Pläne zu konstruieren. Aber wirklich weiter kommst du in deinem Selbstwert, in deinem Selbstbewusstsein, in deiner Selbstwirksamkeit erst dann, wenn du geklärt hast, woher du kommst, zu wem du gehörst und wer du bist. Und solltest du dabei Hilfe brauchen, diese Prozesse, die Dimensionen zu durchschreiten und auch stetig zu optimieren, also wachsen zu lassen, wie alles, was in der Natur lebt, auch wächst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir sind nicht nur Berater, sondern auch viele Coaches, die dich da begleiten können, weil wir diesen Weg auch selbst gegangen sind, weil wir Methoden und Modelle haben, die dich dabei unterstützen, dein Ziel zu erreichen. Gerne kannst du nun einen Gutschein runterladen für ein kostenfreies Erstgespräch, unseren Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Weg in die Zukunft. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.